Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Exploring the World. Hinter mir seht ihr die Nordsee. Wir sind gerade auf der Mein Schiff 2 auf der zweiten blauen Reise. Das ist die zweite Kreuzfahrt ab einem deutschen Hafen mit einem richtig großen Schiff. Wir sind auf dem Weg nach Oslo zu einem technischen Stopp und ich nehme euch mit auf diese Kreuzfahrt. Wir werden uns einmal das Hygienekonzept an Bord von TUI Cruises Mein Schiff 2 anschauen, wie sich das Kreuzfahrtleben verändert hat seit dem Corona-Lockdown. Und ja, lasst uns starten. Hier wird es jetzt ein bisschen nass. Lasst uns erstmal reingehen und dann schauen wir weiter. Bevor wir mit den Highlights der Reise starten, möchte ich euch gerne das Hygienekonzept hier an Bord der TUI Cruises Mein Schiff 2 etwas näher erläutern. Das wird wahrscheinlich die meisten von euch auch am allermeisten interessieren in diesem Video. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich trage eine Maske. Eine Maske ist immer Pflicht in allen öffentlichen Bereichen, wo ihr den Mindestabstand zu anderen Passagieren nicht unbedingt einhalten könnt. Das Ganze auch auf den Außendecks. Dann wird täglich die Temperatur gemessen. Hierzu gibt es Stationen einmal in der X-Lounge für die Suiten- und Junior-Suiten-Gäste und in der Tanzbar auf Deck 5, wo dann täglich zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr Fieber gemessen wird. Ansonsten gibt es nachts zwischen 2 und 4 Uhr eine komplette Schiffsdesinfektion. Das hat man uns so erklärt. Das ist wie in den asiatischen Städten, was man teilweise in den Fernsehnachrichten gesehen hat. Es gehen Leute mit so, sie haben es Ionisierern genannt, wo positive und negative Teilchen in die Luft versprüht werden. Und wenn sie aufeinandertreffen, töten sie alle Bakterien und Viren ab. Das soll auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut helfen. Dann gibt es überall an Bord Händedesinfektionsmittel und die Gäste werden gebeten, sich vor dem Essen auf jeden Fall auch die Hände zu waschen und nicht nur zu desinfizieren. Da wird auch strikt drauf geachtet. Und dann gibt es in allen Bars einige Regeln, wo einige Tische freigelassen werden. An der Bar gibt es keinen Tresen, wo man sich hinsetzen und bestellen und trinken kann. Und das Ganze läuft hier an Bord eigentlich wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich sicher. Wir haben im Moment eine Auslastung von ca. 1000 Passagieren. Freigegeben war die Kreuzfahrt für 1200 Passagiere und eigentlich passen hier 2900 Menschen an Bord. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz für den einzelnen Gast und man hat nicht das Gefühl, dass man sich hier zu nahe kommt. Die Leute halten sich wirklich auch dran, die Maske zu tragen in den öffentlichen Bereichen und das Ganze finde ich ziemlich gut. Ich fühle mich hier nicht eingeschränkt. Die einzige Einschränkung ist halt, dass wir überhaupt nicht von Bord gehen durften, dass wir in Oslo nur einen kurzen technischen Stopp abhalten. Jetzt nehme ich euch aber mit zu weiteren Impressionen hier von Bord. Wir werden uns auch noch angucken, eine 360-Grad-Drehung im Oslofjord. Das Ganze für Fernseh- und Fotoaufnahmen. Und dann ging es weiter noch zu einem Flottentreffen mit der Mein Schiff 1 und danach noch mit der Mein Schiff 3, 4 und 5, die wir in der Nordsee getroffen haben. Großartige Impressionen. Jetzt lasst uns starten an Bord der Mein Schiff 2 von TUI Cruises.